Hat seit gestern eine von euch was von Pinky gehört? Was ist denn bitte so wichtig, dass wir uns so früh hier treffen müssen? Celestia hat noch nicht mal die Sonne aufgehen lassen. Ich hoffe, dass alles gut ist. Zum Glück seid ihr alle hier. Bloß keine Zeit verlieren. Hey! Vorsicht! Was ist das alles? Meine Schwester Maud kommt mich bald besuchen und ihr müsst unbedingt meine Candies-Rezepte kosten. Wir haben nichts dagegen, dich zu unterstützen, aber das sieht nach einer riesigen Menge Candies aus. Stimmt, sogar für dich? Vielleicht habe ich ein klitzekleines bisschen übertrieben. My little pony, my little pony. Gut sein kann. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Meine Zähne. Ich denke, wir haben jetzt genug gegessen. Und solltest du nicht schon unterwegs sein, um Maud vom Bahnhof abzuholen? Aber ihr habt erst die Hälfte der Sorten probiert und wir müssen die perfekte Sorte finden, damit ich mehr machen kann, bis sie hier ist. Maud ist deine Schwester. Sie mag bestimmt all deinen Candies. Und du hast ganz bestimmt genug gemacht. Sie bleibt doch nur eine Woche hier. Ach, das ist nicht nur für Morddürmchen. Ich mache Candies für uns alle. Candies ist Teil einer sehr wichtigen, super-duper besonderen Tradition, die man nur mit seinen engsten und allerbesten Freunden teilt. Wir basteln alle zusammen Candies-Zuckerketten. Und alles begann, als Mort und ich noch als junge Fohlen auf der Steinfarm lebten. Sie hat mir das Pie-Familien-Candies-Zuckerrezept beigebracht. Dafür gibt's eine geheime Zutat. Das sind Steine. Und sie hat mir gezeigt, wie man die Candies-Stücke zu einer Kette aufwedelt. Und die fertigen Ketten haben wir dann getauscht. Maud und ich schicken uns immer Ketten, seit ich nach Ponyville gezogen bin. Damit zeigen wir uns, dass wir uns lieb haben. Oh, eine wunderschöne Tradition. Momentchen, und Steine sind die geheime Zutat? Ja, es sind aber ganz besondere Steine, die Maud entdeckt hat. Oh, was für Steine sind es denn? Darf ich nicht verraten, Dummerchen. Es sind Geheimzutaten. Da Maud jetzt ihren Steindoktor in Steinwissenschaften macht, kann es sein, dass wir sehr lange keine Ketten mehr austauschen können. Es ist so schön, dass ihr sie auch trefft. Ich weiß einfach, dass meine besten Ponyville-Freunde und meine beste Schwesterfreundin die besten Freunde werden können. Und wir können besteste Freundinnen Candies-Zuckerketten zusammen machen. Maud hat ihren eigenen Stil wie Rarity. Und sie ist richtig klug und liest viel wie Twilight. Und sie ist ehrlich und liebt den Wald und spielt gern. Und nun, sie ist eben fantastisch. Oh, das klingt ganz großartig. Aber wird sie sich nicht Sorgen machen, wenn du nicht am Bahnhof stehst, um sie zu erwarten? Sicher, auf jeden Fall. Ich muss los, sofort! Ich hoffe, Maud hat Appetit. Es gibt kein Pony oder Tierchen, dem Grannys Apfelmuffins nicht schmecken. Oh, es ist sinnlos. Ich konnte einfach nichts Passendes zum Anziehen finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr wichtig ist, was wir anhaben. Was soll der Aufstand? Von wegen Aufstand. Wie sollen wir Maud denn zeigen, dass uns in Ponyville Mode ebenfalls etwas bedeutet, wenn noch nicht einmal das modebewussteste Pony hier verhindern kann, dass ihr Hut auseinanderfällt? Ich glaube, wir sind alle wegen Mauds Besuch etwas nervös. Sie ist Pinkie Pies Schwester. Es ist offensichtlich, dass Pinkie sich wünscht, dass wir uns gut verstehen. Dass wir alle zusammen Candies Zuckerketten basteln, scheint Pinkie sehr viel zu bedeuten. Ich bin sicher, alles wird garantiert. Wo ist Maud? Sie kommt jeden Moment. Bist du sicher? Sie ist nicht so schnell wie ich. Ich habe Gummy gebeten, bei ihr zu bleiben, damit sie sich nicht verirrt. Kann sie sich überhaupt bewegen?
Sedimentgestein. Hä? Das hier ist ein Sedimentgestein. Ist das nicht faszinierend, meine lieben Freundinnen? Wir freuen uns unheimlich, dass du uns vor deiner großen Reise noch besuchst. Pinky hat vor uns allen schon so von dir geschwärmt. Ich bin Twilight und das sind Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash und Rarity. Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen. Wir haben sicher Spaß zusammen. Pinkie Pie meinte, du teilst meine Leidenschaft für Mode. Es ist mir wichtig, meine Persönlichkeit in meiner Kleidung zu spiegeln. Und was soll dann dieser reizende Kittel, den du da trägst, über dich aussagen? Es kann nicht reden. Es ist ein Kleid. Oh ja, natürlich. Ich wollte nur fragen. Sicher, ein Kleid spricht nicht. Wie sollte es auch sprechen können? Also das hier ist Winona. Und das ist Ulysses, Schildi, Opel und Angel. Pinkie erzählte, du hättest auch ein Haustier. Es ist in meiner Tasche. Oh, etwa ein Taschentierchen, eine kleine Maus oder ein Babyvogel oder ein zahmer Schmetterling. Es ist ein Stein. Sein Name ist Bröckchen. Das wird die superlustigste, spaßigste Woche aller Zeiten. Ich kann es kaum erwarten, wir werden bestimmt alle beste Freundinnen. Maud, möchtest du vielleicht einen von Granny Smiths berühmten Apfelmuffins? Oh, das ist kein, Richtig knusprig. Maud hat recht, super knusprig. Also, Pinky sagte, dass du gern spielst. Bröckchen und ich spielen oft ein Spiel namens Gut getarnt. Es ist so ähnlich wie Verstecken, aber viel spannender. Ist ja Wahnsinn. Wer hat Glück? Ich würde mir wünschen, ich hätte mehr Zeit mit Bröckchen verbracht. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu erinnern, wie er aussieht. Das ist wie die Suche nach einem Kiesel im Heuhaufen. Wohl eher in einer Kiesgrube. Du musst es jetzt nicht noch schwieriger machen. Oh, ich gebe auf. Es ist nicht zu schaffen. Es wird Maud traurig stimmen, wenn wir jetzt aufhören. Und Mädels, seht doch mal, wie viel Spaß Pinky hat. Ist er das? Ist er das? Ist er das? Ist er das? Nur noch ein bisschen, okay? Na, meinetwegen. Ach, schön. Okay. Ich hab ihn. Hm? Wo war er denn? Er hat sich in meiner Tasche versteckt. Oh, komm schon! Ich unterbreche euch nur ungern, aber die Kleinen müssen wirklich nach Hause. Es wird zu spät und der Tag war wirklich sehr lang. Maud und ich müssen auch los. Sie muss noch den Candice-Zucker kosten für unsere beste Freundinnen kessen. Yeah, yeah! Sie ist schon etwas anders, als ich erwartet hatte. Wir haben die ganze Zeit im Dreck gegraben und Bröckchen hat unauffindbar in ihrer Tasche gesessen? Sie ist positiv. Bröckchen scheint nett zu sein. Er ist ein Stein! Kommt schon, Mädels. Wahrscheinlich war Maud auch nervös, uns alle zu treffen. Vielleicht hat sie sich nur etwas seltsam benommen, weil sie eigentlich schüchtern ist. Das ist richtig. Es kann sehr aufregend sein, uns alle gleichzeitig kennenzulernen, gerade weil wir alle so gut miteinander befreundet sind. Ja, schätze schon. Vielleicht sollte jede von uns allein Zeit mit ihr verbringen, um sie besser kennenzulernen. Bestimmt tauschen wir danach alle Candice-Zuckerketten miteinander aus. Womit fangen wir an? Ich habe ein paar Stoffe ausgewählt, die ganz umwerfend... Riesenauswahl! Wenn du natürlich nicht siehst, dass dich besonders anspricht, würde ich mich freuen, wenn... Mir gefällt das hier. Pinkie Pie hat ja gar nicht erwähnt, wie lustig du sein kannst. Was meinst du damit? Oh, naja, ich dachte, das ist eigentlich ein Küchentuch. Aber es passt sehr gut zu deinem Hautton. Ich kann es bestimmt mit etwas Magie in etwas Fabelhaftes verwandeln. Rarity und meine Schwester arbeiten zusammen und entwerfen etwas Unglaubliches. Das ist der allerbeste Tag aller Zeiten. Vielleicht können
können wir die hier auch noch benutzen und etwas nähen, das du magst. Nein, danke. Eins davon reicht. Wahnsinn! Mott hat einen super coolen Schal! Sicher. Hallöchen, Hemingway. Ich freue mich immer so, dich zu sehen. Was hat er gesagt? Er sagte Hallo und freut sich auch, uns zu sehen. Ich wünschte, ich könnte auch Kolibrisch. Summ! Summ, 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 summ. Diese Spinnen gibt es nur in Ponyville. Und auch wenn sie vielleicht etwas gefährlich aussehen, sind sie wahnsinnig liebenswürdig und halten andere, gefährlichere Insekten fern. Ich habe nur den Stein angesehen. Oh. Danke nochmal, Fluttershy. Überleg dir, welche Geschmacksrichtung deine beste Freundin in Candys Kette haben soll. Oh je, ich weiß nicht, ob wir überhaupt Freunde sind. Mort ist ein totaler Bücherwurm und sie liebt Gedichte. Gedichtbände besitze ich viele. Magst du Tinte und Feder? Oder Tuscheprosa? Ich lese lieber meine eigenen Gedichte. Oh, ich würde sehr gern eins hören. Stein. Du bist ein Stein. Grau. Du bist grau. Wie ein Stein. Das bist du auch. Ein Stein. Ich habe Tausende geschrieben. Sie ist so produktiv! Das nächste Gedicht handelt von Steinen. Alle handeln von Steinen. Steine. Das sind meine Steine. Sedimente machen mich sentimental. Glatt und rund schlafen sie auf dem Grund. Farbtöne braun und grau. Hast du alle Äpfel für den Saft geschält, Mort? Ich glaube, dieser ist fertig. Oh, yep. Eine äußerst interessante Schälmethode. Oh. Soll ich noch einen schälen? Nein, ich meine, nee, ich glaube, da sind mittlerweile schon genug drin. Können wir auch mal kosten? Klar, warum nicht? Wow, der beste Apfelsaft aller Zeiten! Schmeckt er dir, Mort? Er schmeckt nach Äpfeln. Hab doch gesagt, wie ehrlich sie ist. So wie du. Wir sind praktisch wie Zwillinge. Yeah! Kannst du das übertreffen? Gemacht? Ihn geworfen. Ich glaube, diesmal hast du gewonnen, Mort. Mir geht es gar nicht ums Gewinnen. Toll, ihr seid da! Mort sucht noch Steine. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um unsere beste Freundin in Candys-Ketten zu basteln. Was habt ihr? Nun, ich weiß nicht, ob es der beste Zeitpunkt ist, beste Freundinnen Candys Ketten zu basteln. Wieso nicht? Nun, Schätzchen, weißt du, es ist sehr lieb von dir, dass du euer Freundschaftsritual mit uns teilen willst, aber... Aber was? Oh, die Wahrheit ist, wir haben wirklich alle versucht, uns mit Mord anzufreunden. Aber nun... Vielleicht kann man sich nicht mit allen Ponys gleich gut anfreunden. Ja. Wir fühlen uns nicht wohl dabei, etwas zu tun, was normalerweise nur beste Freunde machen. Das sind wir nicht. Oh, okay. Falls mich ein Pony braucht, ich bin hier drin und überlege mir, was ich mit 100 Kilo Candys Zucker anfangen kann. Ich fühle mich fürchterlich. Ganz grauenhaft. Vielleicht hätten wir einfach so tun sollen, als wären wir Mords Freunde. Aber wenn wir Pinkie Pie nicht die Wahrheit gesagt hätten, dass wir keine Freunde sind, hätte es Mord wohl getan. Vielleicht, aber wer weiß das schon. Dieses Pony ist ein Riesengeheimnis von einem Magmatismus umhüllt.
Wolltest du nicht eher Mysterium sagen? Nein, ich meinte Magma. Das ist eine Art Stein. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Ich bin gekommen, weil ich weiß, wie ich uns alle näher zusammenbringen kann. Ein schlechtes Gefühl. Pinkie Pie, was hast du dir dabei gedacht? Ich schätze wohl gar nichts. Ich weiß, wie viel es dir bedeutet, dass deine besten Freundinnen auch meine besten Freundinnen werden. Aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird. Ich denke, das Beste ist, ich kehre zur Steinfarm zurück und verbringe den Rest der Woche dort. Es war nett, euch kennenzulernen. Ich bin froh, dass Pinkie so gute Freundinnen hat. Dass Maud ihren Besuch abgebrochen hat. Ich kann nicht glauben, dass wir Pinkie Pie fast durch diesen lächerlichen Hindernisparcours verloren hätten. Was für ein Glück, dass Maud sie noch rechtzeitig gerettet hat. Habt ihr gesehen, wie schnell Maud gewesen ist? Und wie sie diesen Felsbrocken einfach in Staub zerlegt hat. Wie in Equestrias Namen hat sie das geschafft? Pinkie Pie war in Gefahr. Wahrscheinlich würde Maud Berge für sie versetzen, wenn sie es muss. Das ist es. Ich glaube, wir haben endlich erkannt, was wir mit Maud gemeinsam haben. Etwas, das nach einer unglaublichen, wichtigen, super-duper besonderen Tradition verlangt, die man nur mit seinen besten und engsten Freunden teilen kann. Sehr lieb von dir, dass du mitkommst. Ich weiß nicht, wie lange meine Steinexpedition dauern wird. Schön, dass wir vor meiner Abreise noch etwas Zeit miteinander verbringen. Finde ich auch. Es tut mir leid, dass ich alle Ponys so unter Druck gesetzt habe. Meine besten Freundinnen sollten doch meine tolle große Schwester kennenlernen. Was macht ihr denn hier? Pinkie Pie, tut uns leid, dass wir uns nicht so leicht mit Maud anfreunden konnten. Und Maud? Es tut uns leid, dass du dachtest, du könntest Pinkies Gefühle nur schützen, indem du Ponyville verlässt. Aha. Wir haben gesehen, wie viel dir an Pinkie Pie liegt. Aus erstem Huf. Dass Pinkie glücklich ist, bedeutet uns ebenso viel wie dir. Entschuldige, wir haben das viel zu spät erkannt. Und das, was uns alle auf ganz besondere Art verbindet, ist, dass wir alle Pinkie sehr lieben. Ach, hör auf. Also, wenn du mich fragst, ist das eine wunderbare Gemeinsamkeit. Was meinst du, Maud? Natürlich. Was ist denn? Tut mir leid, Herzchen. Wir haben wahrscheinlich alle gedacht, sie würde sich etwas mehr darüber freuen. Hä? Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe sie in meinem ganzen Leben noch nie so begeistert gesehen.
Vielleicht ist es nicht aufgefallen, aber ich zeige meine Begeisterung nicht auf die gleiche Art und Weise, wie meine Schwester es tut. Doch ist aufgefallen. Und das ist absolut kein Problem für uns. Wow. Mort, wir möchten dir etwas mit auf deine Reise geben. Es soll dich immer an deine Freundinnen aus Ponyville erinnern. Dankeschön. Aber ist nicht schon alles, bevor du abreist? Sind das alle Ketten, die du von Pinky bekommen hast? Mhm. Und du hast nicht eine davon gegessen? Ich mag gar keinen Candace. Aber umso mehr liebe ich Pinkie Pie.